Das Problem mit normaler Luftpolsterfolie ist, dass sie einmalig ist. Vielleicht teilt Miss Spielzeugbox hier drüben etwas. Kommt schon, Mädels, ihr müsst nicht streiten. Wechselt euch einfach ab. Ha, was ist das denn? Ist das ein Gesicht? Cool, ein winziges Eichhörnchen. Wie süß. Gibt sie ihm einen Snack? Nein, warte mal. Eigentlich gibt sie sich selbst einen Snack. Clever. Ich schätze, das klappt nicht mit den Flüssigkeiten. Wow, Plastikballons oder Spaceballs. Oh, könnte besser riechen. Na komm schon, Mädel, puste. Du hast jeden Geburtstag für diesen Tag geübt. Glaubst du, dass du diese Blase genauso leicht zum Platzen bringen kannst wie eine normale Blase? Ich wusste von Anfang an, dass sie das durchziehen wird. Mit Seifenblasen sollte man nicht zu grob sein. Sie sucht nach einem Spielzeug, das sich wieder aufrichtet. Cool, Wasserballons. Und sie können sich selbst verschließen. Na, hoffentlich platzen sie nicht vorher. Gibt es keine Anti-Platz-Hersteller-Garantie oder so? Oh, die lösen sich aber leicht. Zeit für die Wasserschlacht. Keine Sorge, Leute, die Dollarscheine sind wasserdicht. Aber von der Perücke kann ich das nicht behaupten. Na schau, alles ist in Ordnung. Es ist nur eine harmlose Wasserschlacht. Ach was, ein kleiner Babymops. Er ist so süß. Oh nein, oh nein. Ich wusste schon, dass man eine Mopsnase haben kann, aber das geht jetzt zu weit. Was machst du denn da? Willst du ihn in einen Deckel verwandeln? Naja, hoffentlich ist das Schlimmste überstanden. Oh nein, nicht das Nudelholz. Sieht aus, als wolle sie ihn in einen Pfannkuchen verwandeln. Zum Glück ist dieser Hund ein zäher kleiner Welpe. Was ist das denn? Machen wir Monstereis am Stiel? Ist dieses Eis für Monster oder aus Monstern gemacht? Egal, das muss etwas ganz anderes sein. Sieht eher aus wie Gelatine als wie Eiscreme. Was auch immer es ist, es scheint butterweich zu sein. Los, pack an! Mach dir die Hände schmutzig. Na, endlich kommen wir zu den wichtigen Dingen, was auch immer das sein soll. Wow, du kannst immer noch mit all diesem blauen Zeug spielen. Ich liebe ein Spielzeug, das nichts verkommen lässt. Vergiss nur nicht, mit dem echten Spielzeug zu spielen. Oh, ich habe diese Bälle schon in TikTok-Videos gesehen. Rate mal, welche Farben drin sind. Lila oder rot? Finden wir es gleich heraus, oder was? Tja, Geheimnis gelüftet. Der nächste, orange oder gelb? Der hier ist also orange. Ich will blau. Bei Ratespielen kann man nicht immer bekommen, was man will. Ich frage mich allerdings, ob man die gewünschten Farben auch speziell bestellen kann, wenn man vorher anruft. Das nächste Spielzeug ist schon in Sicht. Oh, hier verwenden wir Torten. Ja, keine richtigen Torten, oder? Naja, Schlagsahne ist auch gut. Wenn du Schlagsahne magst, solltest du den anderen gewinnen lassen. Ich hab doch gesagt, es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Jetzt spielen wir noch einmal mit Glitzer. Es gibt eine Menge Mädels, die das bereits als Teil ihrer Make-up-Routine machen. Hab's doch gesagt, sie scheint glücklich zu sein. Hoffen wir, dass sie auch glücklich bleibt, wenn sie das alles aufräumen muss. Und was jetzt? Hey, du darfst dir nur einen aussuchen. Oh, die scheinen alle in einem Set zu sein.
So hat man früher Cartoons gemacht. So cool. Oh, und der hier ist wirklich matschig und regenbogenfarbig. Auch cool. Dieser hier sieht aus wie ein Traumfänger. Toll, man kann ihn sogar dreidimensional gestalten. Wow, echt einfach, ihn zurückzufalten. Toll! Wenn du vorher kein Fan von Fidget Spinnern warst, bist du es vielleicht jetzt. Unser nächstes Spielzeug kommt auch im Set. Ah, cool, Schleim. Das wird bestimmt Spaß machen. So weich, ein Schleim. Natürlich ist er weich. Aber lass uns etwas Glanz ins Spiel bringen. Ja, Schleim funktioniert wirklich toll mit Glitzer, Konfetti und allen möglichen glitzernden Dingen. Boah, ist der dehnbar. Wunderbar. Was ist besser als Schleim? Noch mehr Schleim. Also geben wir noch mehr dazu. Und noch mehr Glitzer. Jetzt geht's richtig los. Knete den Schleim, als würdest du Brot backen. Ja, sieht aus wie der Stoff, aus dem Einhörner und Feen gemacht werden. Und vergiss nicht, einen Handabdruck zu machen, wenn du schon dabei bist. Und wir gehen weiter zu unserem nächsten Spielzeug. Was wird's sein? Noch ein Spielzeug, das du ausgraben musst? Mit diesen Spielzeugen kann man sich heute richtig ins Zeug legen. Das ist eine gute Übung, wenn du Archäologe werden willst. Die sehen ja aus wie Stücke von Rubinen, Saphiren und Bernsteinen. Aber sie sind wahrscheinlich nur Modeschmuck. Ja, die sind nur Modeschmuck, aber sie sehen wenigstens gut aus. Wow, seht euch das Riesenei an. Es ist straußengroß. Halt! Nicht essen. Es ist nicht diese Art von Ei. Ich hab's dir ja gesagt, da ist etwas drin. Oder jemand. Schau, es schlüpft. Nur noch ein bisschen. Lass dir Zeit. Ja, okay, beschleunigen wir die Sache. Happy Birthday, was auch immer du bist. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich einen Kuchen gebacken. Er ist ein Pinguin-Eule-Schmetterling-Ding. Oh, er hat leuchtende Augen. Ist irgendjemand neugierig, wie seine Mutter ausgesehen haben muss? Oder seinen Vater? Niedlich, ein Kätzchen. Was kann das Kätzchen wohl tun? Wow, wirklich ein starkes Kätzchen. Und auch ein vielseitiges. Und jetzt hat er auch noch Hilfe. Stell dir vor, was sie zusammen tun können. Sie sind die perfekten Schlafbegleiter. Gute Nacht, schlaf gut. Die waren wirklich cool, oder? Bis zum nächsten Mal.